Was passiert jetzt genau, wenn wir was mit dem Fritter-Empfänger empfangen wollen? Hier ist ja die Antenne angeschlossen und hier die Erde. Dazwischen liegt der Fritter. Treffen jetzt auf die Antenne hochfrequente Signale, wird da eine Spannung induziert. Diese Spannung steht dann zwischen Antenne und Erde auf dem Fritter. Durch den schnellen Spannungsanstieg, beziehungsweise bei hochfrequentem Wechselstrom, der schnelle Spannungswechsel zwischen Minus und Plus, zündet der Fritter durch und das Granulat im Inneren, das Metallgranulat, hier bei diesem Replikenfritter, 95% Nickel und 5% Silber, wird leitend und schaltet die über die beiden Würgespulen auf der Rückseite angeschlossene Spannung, welche hier regelbar ist, von den beiden AA-Batterien auf das polarisierte Relais. Das polarisierte Relais schließt diesen Kontakt und damit den Stromkreis von 6 Volt für diese Klingel. Wenn jetzt der Klöppel von der Glocke auch gegen den Fritter schlägt, wird das Granulat hier drin erschüttert, positioniert sich neu und wird nicht leitend. Das wiederholt sich dann bei fortlaufendem Empfang von Wellenzügen viele Male in der Sekunde. Wir haben jetzt hier die Vormagnetisierung, das ist zum Steigern der Empfindlichkeit, sind über eine weitere Wicklung auf dem polarisierten Relais diese 3 Volt angeschlossen und wenn ich jetzt hier zu weit aufdrehe, schließt der Kontakt. Und die Glocke fängt an zu läuten. Und hier wird dann quasi der Kontakt elektrisch vorgespannt, dass der Weg, der so schon extrem klein ist, unter einem Millimeter noch kleiner wird, beziehungsweise schon eine mechanische Spannung auf dem Kontakt herrscht. Betätige ich jetzt den Funkensender, kann ich kurze und lange Zeichen übertragen.